Euch. Fünfzig Fragen an Crash. Und jetzt läuft er weg. Er läuft tatsächlich weg, wo die erste Frage schon eingeblendet ist. Und die wird er gleich sehen. 50 satte Fragen. Und die erste ist schon heftig. Da wird er ausrasten. Die erste Frage sieht man nämlich hier. Wie kamst du zu deinem Nickname Crash? Und da sieht man Crash mit seiner Weste. Perfekt. Aber das wird er gleich selber sehen. Wenn er jemals wieder auftaucht. Werden wir ihn. Er ist der LKW-Fahrer, okay. Bam, bam. Und fährt alle im CT-Universum tot. Aber kann sich nicht erinnern, ob er Misaki oder Gentile umgefahren hat, okay. Das ist aber eine gute Frage. Warum schreibt Margin im Bosbo-Chat, aber sehen wir seit Wochen nicht mehr? Was haben wir ihm getan? Oder was habe ich ihm angetan? Die Frage ist gut. Ach, da bist du ja wieder. Nee, sehe ich. Nee, Leute, sehe ich nicht so wie ihr. Ich finde Crash ist richtig toll. Ach, da bist du ja wieder. Hallo? Hallo? Die erste Frage, vielleicht siehst du die ja schon eingeblendet. Wie kamst du zu deinem Nickname Crash? Ich war jung und ich fand es klang cool. Wow. Okay, so einfach. Ja, es hat Computerbezug und es hat diesen klassischen alten schönen Charme von dem Wort, was so wie Smash Die Schnauze voll. Ich habe mir heutzutage jetzt sagt man den eher Trash Soundattack. Talk. Seit 6 Folgen angeguckt. Und jetzt muss ich ja mal langsam anfangen, hier ein bisschen Kontra zu geben. Ja, okay, dann war es ja sehr einfach. Gut. Cooles Wort mit Computerbezug. Cooles Wort mit Computerbezug. Okay. Dann machen wir doch einfach mal die nächste Frage, die zweite. Und die zweite lautet wie folgt. Du bist schon 2004, laut meiner Erkenntnis, im Your Board hier gelandet. Wie kam das, du Strebergurke? Bin ich im Your Board überhaupt gewesen? Ich Du kann warst mich im gar Your nicht Board, erinnern. doch. Kann sein, ne? Wie es dazu kam? Das ist ja ewig, ja. Ich nehme an, das war halt Forumzeit. Man war introvertiert, hat viel Social Skills online gemacht. Und ich nehme mal an, durch Animes googeln von CT Games. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht wollte ich. Ich kann es eigentlich nicht Aber sagen. warum ausgerechnet in einem Tsubasa-Forum? Anscheinend hast du ja gar keine Ahnung davon. Nee, also in der, es gab ja eine Zeit, da war es ja schon mein Lieblingsfußball-Anime, also so ist ja nicht. Und klar hat man sich dann Communities gesucht, mit denen man selben Interessen hat und so. Und ich denke, irgendwie dann durch Zufall und Google, nehme ich an, bin ich da irgendwie reingerutscht. Wie es jetzt ganz genau war, keine Ahnung. Aber Interessant. auf jeden Fall gab es natürlich die Zeit, wo man von der Schule nach Hause kam, erstmal RTL 2 geguckt hat, da liefen natürlich Tsubasa und Kickers und so weiter und so fort. Und ich nehme an, man hat dann einfach gegoogelt danach und fand dann halt hat nach Communities gesucht. Ich sehe die ganze Zeit, dass ich blinke, als ob ich rede. Hört mein Crash doppelt? Das wäre ja dumm. Ich guck mal kurz im Stream. Dass ich blinke, als ob ich rede. Nee, es ist zu spät, weil der Stream so gut zeitnah ist. Aber okay, schreibt im Chat, wenn ihr ihn doppelt hört. Mich hat es irritiert, dass ich geblinkt bin. Nee, komisch, okay. Alles klar, jo gut, dann weißt du noch nicht mal, dass du 2004 da warst, aber du musst ja wissen, wann wir uns kennengelernt haben und so. Im Forum und so. Du warst ja schon im Your Board. Ja, aber ich sage mal, was ist ein Kennenlernen? Kennenlernen ist ja ein langsamer Prozess, aber ja. Interessant, interessante Sichtweise, was vielleicht auch richtig ist. Deswegen kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Die dritte Frage lautet wie folgt. Interessant, apropos interessant.
Was findest du interessanter? Interessante Interessen oder interessierte Inzesthessen? Interessante Interessen, da ich das Inzestmeter der Pornindustrie ziemlich dämlich finde. Aber interessant, wie gut das ankommt in der Pornoindustrie, ne? Oh, my Step Brother. Und Ja, sofort eine genau. Million Klicks. Na, weil es tabu ist. Ja. Aber. Man hat irgendwann entdeckt, dass Tabu sexy sind Ja, und aber schlechte Schauspieler, das meiste, deswegen habe ich abgeschaltet. als jemand, der eine Schwester hat, nee, nee, nee. Das Meter mache ich nicht mit. Stimmt, Stepwise ist ja nicht Inzest, aber so umgeht die Ja, Porno-Industrie das. das ist quasi der Cheatcode, um das quasi. Zum Umgehen, so ist es. Ja, Ha, aber genau. im Prinzip das Tabu ist schon der Inzest Ja, aber du selber. hast die Frage nicht beantwortet. Was ist interessanter? Interessante Interessen oder interessierte Inzesthessen? Wer sind denn interessierte Inzesthessen? Hessen, die interessiert an Inzest sind. Okay, dann interessante Interessen. Ach, finde das, ich dachte schon, ich habe ja auch eine Cis, finde das aber geil. Aber nee, finde das auch geht, okay. Gut, ja, ich auch. So, weiter. Das war also tatsächlich die dritte Frage. Die hast du richtig beantwortet. Respekt. Jetzt kommen wir jetzt zur 100-Millionen-Frage. Oh, läuft besser als bei CT. Die vierte Frage lautet wie folgt: Wer ist dein Lieblings-Captain Tsubasa-Charakter und warum? Ich glaube, Oh, Vorsicht, Fliege, Vorsicht. also bei mir ist es zwischen Matsuyama, weil er mir am nächsten ist, wie ich Fußball gespielt habe früher, und Mizugi, weil er den interessantesten Arc hatte. Und ja, ich finde beide gut. Der eine ist halt, hat halt dieses interessante Genie geplagt von seinem Herz, und der andere hat das klassische Mittelfeld-Teamplay, was auch meine Philosophie als Kind war, als ich Fußball gespielt habe, gut verinnerlicht. Ich war auch Mittelfeldspieler, habe mich da auch gesehen, uneigennützig, schön zu arbeiten und zu kämpfen. Also ja, wenn ich jetzt mich für einen entscheiden muss, wahrscheinlich Matsuyama, weil ich mich in dem am ehesten wiedererkannt habe in meinem Fußballspiel. Interessant, sehr interessant. Matsuyama ist also dein Lieblingsspieler. Respekt, Respekt. Deswegen wurde jetzt hat Park ja geschrieben, meiner ist Tsubasa, weil er genauso ein Gewinnertyp ist wie ich. Eine gute Yoichi Takashi-Anspielung kennt er. Respekt. Kommen wir zur fünften Frage. Ausgerechnet der, na gut. Die Möpse, welcher Captain Tsubasa Lady würdest du am liebsten kneten? Ist eine Fanfrage. Oh, das Foto, oh. Müssen wir erstmal Jugendfilter einmachen. Ist eine Fanfrage, wie gesagt. Ehrlich gesagt finde ich die Frauen allesamt in CT, und wahrscheinlich liegt das an Takahashi sehr. Also für mich gibt es also niemanden, um es kurz zu machen, weil Frauen sind das, Mein was man. Gott, Fliege, hör auf! Lass die Frau in Ruhe. So, weiter. Ja, also keine, weil Bakahashi keine guten Frauen schreibt. Außer die werden geschlagen. Ja, aber das ist ja kein gutes Schreiben bereits. Okay. Außer man ist bogisch, dann ist es schon gut. Vorsicht, Bursche. Aber für mich, also ich finde, die Frauen machen eine schlechte Figur bei CT, und fühle mich zu niemanden sexuell oder romantisch hingezogen von denen. Du willst also keine Brüste kneten. Von den CT-Frauen, ja. Nicht mal von Tsubasas Mutter? Nee. Nakanishi? Ah, der ist keine Frau, okay. Moment mal, Tsubasas Mutter ist doch verheiratet. Also Ja, quasi, was? Ist doch egal. warum sollten die Möpse von einer verheirateten Frau kneten, mit der ich nicht verheiratet bin? Was? Was? Das ist ja merkwürdig. Ishizakis Mutter hat große Möpse, ja, das stimmt. Fliege, gebe ich dir recht. Die sechste Frage lautet wie folgt: Du liebst das Kneten, das sieht man dir an. Du bist ein Mann von Kultur, wie jeder, der gern Alkohol trinkt. Wer ist dein Lieblingsalkoholtrinker im CT-Universum? Ich würde schon sagen, Roberto. Aber ich denke, das ist auch die naheliegende Antwort, weil im Prinzip gibt es nicht so viele Alkoholiker im CT-Universum, und Roberto ist noch eine der interessantesten Figuren im Prinzip. Von daher ist es, glaube ich, ziemlich straightforward.
warum ich hier Roberto nehme. Ich finde interessant, du warst ja auch dabei, als wir mit Chrono CT 2018 am Anfang geguckt haben, wie unterschiedlich es ist. Also in tollen Fußballstars war schon Roberto ein Wrack, genauso wie in den Superkickers irgendwie, als er am Anfang Alkohol getrunken hat, wegen seiner Augenkrankheit. Und in CT 2018 wirkte er halt irgendwie euphorisch, auch bevor er zu Barca kennenlernte irgendwie. Also mit seinem Alkoholkonsum. Das fand ich ein bisschen seltsam, wie sie das umgeschrieben haben, ein bisschen. Weil Roberto war tatsächlich ein Wrack im Original und in CT 2018 schon davor irgendwie so ein lustiger Alkoholiker. Aber er war auch schon im Original zu lustig für einen Alkoholiker, Findest du, aber er war lustig? er war auf jeden Fall gut drauf, teilweise, ja. Also ich habe. Er war ja sehr, sage ich mal, sehr, als er zu Barca begegnet ist und denen da den Schuss gezeigt hat, war er ja in Topform. Muss ich nochmal gucken. Also in CT 2018 war der mir zu euphorisch. Es säufte sich im ganzen Flachmann und ist hier, als ob man Alkohol verherrlicht, also Alkoholismus verherrlicht. Alkohol ist Also ja gut. ich fand es auf jeden Fall komisch in der Originalserie, dass der mit seinem Alkoholkonsum noch so gut Fußball spielt. Ich glaube schon, dass man dann befreiter ausspielt und wenn man Sachen kann, dann kann er halt, wenn er Fallrückzieher kann, kann er auch besoffen Fallrückzieher machen. Ja, aber Das ist. ich wäre besoffen nicht so gut im Fallrückzieher Ja, machen da. wenn du halt im Original kann, also im nüchternen Zustand kein Verrückzieher kannst, wirst du auch im besoffenen Zustand keinen können, ich sag klar. Ja, aber du wirst trotzdem schlechter. Also egal, wie gut du nüchtern den Würde ich nicht unbedingt Fallrückzieher sagen. kannst, Würde wenn ich du echt nicht besoffen sagen. bist, machst du einen schlechteren Fallrückzieher als nüchtern, weil sonst würde ja jedes Fußballteam besoffen spielen. Muss ich dir eine Sache aus meiner Jugend erzählen, nicht vom Fußball, sondern vom Alkohol- und Disco-Geschehen. Angeblich habe ich mal besoffen, als ich 18 war oder so, getanzt. Ich habe einen Stuhl in die Luft geworfen, alle haben sich erschreckt. Und ich habe mich umgedreht und den Stuhl im Rücken noch aufgefangen und mich drauf hingesetzt, wie so ein Profi. Also denke ich schon, dass besoffene Leute große Künstler sein können und im Ja, Fußball aber umso mehr. man merkt sich aber immer nur die Sachen, die gut gehen und vergisst die Okay, Sachen, die in die guter Hose Punkt, gehen. guter Punkt. Das kann auch sein, ja. Guter Punkt. Na gut, Roberto hat es aber hingekriegt, das muss man ihm lassen. So. Ja, Ich fand Roberto interessanter als Kira, aber ja. gute BVB, ja, Crash. Ich muss kurz nachlesen. Kira will Daytona sein, okay. Roberto war schon Folge 1 trocken. Wir flach mal weg. Kira ist der wahre OG. Tut der BVB ja auch. Was tut der BVB? Besoffen sein? Ja. Besoffen spielen, Okay, meint er. gut. Ach so, verstehe. Dann gucken wir mal doch die siebte Frage uns an. Wow, du kommst diesmal gut durch, ob du die 50 Fragen schaffst. So, siebte Frage. Ach, der? Okay. Was hältst du vom Autor Yuichi Takahashi? Ja, gut, das haben wir eigentlich letzte Woche schon besprochen, um es noch mal die Leute, die da nicht dabei waren, abzuholen. Meiner Meinung nach ist er ein Glückspilz, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige gemacht hat. Die Originalserie finde ich relativ gut. Also zu seiner Zeit war das schon eine gut gemachte Serie, auch wenn sie schon damals, sage ich mal, schon selbst, wenn wir jetzt die Jameson-Folge über damals machen würden, war damals, glaube ich, Kickers schon die bessere Serie qualitativ. Aber ja, Tsubasa hat Spaß gemacht, hat mich abgeholt. Aber wenn man sich's halt anguckt, er ist kein sehr guter Autor, meiner Meinung nach. Wie gesagt, er schreibt Frauen langweilig, er wiederholt, recycelt ständig dieselben Ideen mit LKWs, mit Verletzungen. Tsubasa gewinnt so gut wie jedes Spiel. Er ist also kein guter Autor, meiner Meinung nach, aber hat halt Glück gehabt. Und ich bin dankbar, dass er da ist, weil er meiner Kindheit eine solide, gute Fußballserie gegeben hat, die natürlich schön war. Aber wie gesagt, alles nach der Originalserie hat mich eigentlich dann wenig. Und gerade das Remake, in das ich dann dieses Rotu-Dings da, was dann auf RTL 2 ein paar Jahre später lief, fand ich halt grausig im Vergleich zur Originalserie. Von daher bin ich ihm nur dankbar für die Originalserie. Ja, gute Sache, aber muss man auch schon sagen. Also, wir sind ja eine Tsubasa-Community. Ich zum Beispiel bin seit. Tatsächlich habe ich mein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich kam am 3.10.2002 ins Your Board. Also vor 5 Tagen, vor 20 Jahren.
Und das ist meine einzige richtig große Internet-Community, die wir jetzt mittlerweile so aufgebaut haben. Im Stand jetzt die Leute im Chat, wir, die hier reden, wir sind das Produkt aus 20 Jahren Tsubasa-Community in Deutschland. Ja, aber es hätte ja auch anders passieren können. Wir hätten ja auch, keine Ahnung, uns über einen anderen Anime Aber unterhalten wie hätten wir können. uns kennengelernt? Gar nicht. Foren sind ja nicht ein Thema. Also es war ja nicht so, dass es bloß bei Tsubasa, ja, aber Your Board war immer Kreis. Tsubasa.de. Das war Ja, immer aber das. Tsubasa, das große Ah, Thema. ja, schon. Großes Thema, ja, aber wir haben ja alles Mögliche bequatscht. Also. Ja, schon, aber hingekommen sind wir nur wegen Tsubasa. Das schon. Also, Wir hätten genau. uns dann Jahre später in einer Kneipe kennengelernt oder so. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, wir hätten uns dann nicht gemocht, hätte ich mir gedacht, was ist das für ein Streber? Wieso? Wir hätten nur uns beim Trinkspiel getroffen. Glaube ich nicht. So, die achte Frage. Oder was sagt der Chat jetzt? Stimmt, aber muss ich nicht. Der Toner kam von Chrono. Ja, und wo kam Chrono? Während ich habe Chrono auch in Tsubasa.de kennengelernt. Also, Joghurt. So schließt sich der Kreis. So, achte Frage. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also deine Meinung zu Takashi. Wer wird Champions League-Sieger in unserer We Are Football Session? Also, falls sie überhaupt mal Ich weitergeht. habe Urlaub nächste Woche. Also nächste Woche noch arbeiten, dann bin ich wieder da. 50-50. Also, ich weiß nicht, wer es wird. Ich wünsche mir, dass ich es werde, aber ich kann nicht ausschließen, dass du es wirst. Es ist gut möglich, dass in der ersten Saison keiner von uns beiden Champions League-Sieger wird, weil Champions League ist bei We Are Football schon noch ein anderes Spiellevel als Bundesliga. Bundesliga. Also, da ist nochmal ein richtig. Ich habe das ja. Habe ja auch schon Solo gespielt, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Von daher sage ich in der nächsten Saison keiner von uns beiden. Danach 50-50. Gut, mein Tipp ist ich habe zwar keine Ahnung, was ich tue. Ja, aber selbst dich verlässt ja das Glück. Du kannst ja nicht über 20 Saisons durchgängig Glück haben, das Ja, geht aber ja gar vielleicht nicht. die ersten vier Saisons oder Ja, fünf. aber das wäre sehr viel Glück. Aber bald kommt ja sowieso Anstoß, 2000, also nur Anstoß, also ist mittlerweile Anstoß Fußballmanager am 13. raus. Dann lade ich mal auf jeden Fall runter. Hast du dich da mal informiert, ob das was taugt? Nee, Ich habe nicht zu der wirklich. Community sehr widersprüchliche Aussagen gehört. Die einen sagen, diese Entwicklungshölle, die dieses Spiel da Ja, durchmacht, das stimmt, mit die war scheiße, die war Mist. Verschiebung und den gewechselten Entwicklungsstudio und so, das kann gar kein gutes Spiel werden, weil die Voraussetzungen ja einfach Ja, aber alles schief ging. Also. ich gehe Aber ich da. bin auch gespannt als Anstoß 3-Fan. Also ich Das war werde, ich bin übrigens, nicht. da möchte ich mal kurz was erzählen. Ja. Es war eine der schönsten Erlebnisse so in meiner Jugend, was Multiplayer angeht, als ich einen Kumpel da hatte, in meiner ältesten Freunde zu Hause bei meinen Eltern. Und wir haben im Hot Seat Anstoß 3 gespielt. Daran erinnern mich ein bisschen unsere We Are Football Sessions und war good times. Wir haben dann immer paar so eine halbe, dreiviertel Saison gespielt, Anstoß 3 im Hot Seat. Und dann ist immer einer von uns gekündigt worden, weil Anstoß 3 war scheiße schwer. Ja, kommt drauf an, auf den Wenn Verein, ja. du nicht gerade bei Bayern oder so angefangen hast. Und da feuern die dich natürlich auch mal gerne, was du bei We Are Football ja abstellen kannst. Und dann hatte immer einer keinen Bock. Und wir haben, glaube ich, nie in unserem ganzen Leben länger als eine Saison Anstoß 3 Multiplayer geschafft. War Und so das schwer. haben wir in We Are Football letztes Jahr dann oder dieses Jahr endlich mit 2 Saisons getoppt. Ja, okay, wie, muss man aber leider sagen, We Are Football ist erstmal zu leicht und zu irgendwie steril, weil das halt nicht den Witz von Anstoß 3 hat. Deswegen liegt meine Hoffnung doch auf Anstoß, da, weil die den Witz vor allem einholen wollen von der Anstoßserie. Aber klar, das ganze Hickhack, deswegen habe ich ja auch We Are Football geholt, weil ich dachte, scheiß auf Anstoß, das ist nur ein Fanprojekt. We Are Football ist das Wahre mit Gerald Köhler als Entwickler. Aber am Ende, für mich persönlich, war das dann am Ende ernüchternd. Ich hatte mein halbes Jahr Spaß mit dem Spiel. Erstmal war das aber leider zu leicht und am Anfang auch so verbuggt, dass das Spiel erst nach halbes Jahr spielbar wurde. Das war auch nicht so
So toll. Anstoß 3 meinst du jetzt? Nee, Aber Anstoß 3 war super verpackt. ja, okay, das war eine andere Zeit vor 20 Jahren, das stimmt. Möchte ich fairerweise dazu Ich hatte sagen. kein Internet Als damals, ich du musste. Anstoß 3 angefangen hast, war das das eins der buggigsten Spiele, Das die war ich je schlimm. gespielt Ich habe. weiß, erst mit dem Patch Ja, 1,4 war das, 1,4 genau. genau, wurde das behoben. Aber ja, aber WAF kam halt aus dem Nichts, das war der Vorteil. Es gab keine Promo oder so, auf einmal war WAF da. Das hatte ein paar Wochen nur Vorlaufzeit. Erst mal 3 Wochen oder 4 Wochen vorher wusste man erst mal von dem Spiel. Und das war der Vorteil. Aber dann fühlte sich erst das an, Juni kam es raus, als ob das nur in der Entwicklungsphase war und wir waren halt die Leute, die das testen müssen als Fans und so. Und dann war es erst nach einem halben Jahr spielbar. Und dann war das trotzdem nicht gut genug, weil das zu leicht war. Wir spielen ja auf Babbo und ich bin als Aufsteiger wieder Meister geworden in der Bundesliga. Hier möchte ich aber was Ja, anmerken bitte. Gerne. zu dem Punkt. Also den Vorwurf zu sagen, auf Babo ist es zu leicht. Ja, kann man machen. Man muss aber dann fairerweise auch dazu sagen, wenn du WAF wirklich schwer haben willst, ja, dann spielst du ohne Investor. So einfach ist das. Ist das Wenn wirklich du so jetzt, einfach? wenn du jetzt die Argumentation machst, ich nutze jeden Trick im Buch und dann wird es so einfach, okay, verstehe ich. Aber wenn man es halt schwer machen will, und da gebe ich euch mal einen Tipp für die Leute, die nochmal WAF zocken wollen, dann fangt in der fünften Liga an, spielt ohne Investor-Trick und ihr werdet merken, dass WAF auch sehr frustrierend sein kann und nicht so wie in unserer Multiplayer-Session eins nach dem anderen gut Okay, läuft. aber dann sollte WAF dann Nachteile für Investoren machen. Guckt der Hertha BSC aktuell an. Da passieren nur Skandale. Der Windhorst packt hier, weiß ich nicht, 300 Millionen. Und wie viel war das da rein? Und jetzt will er das Geld wieder haben. Und so einen Nachteil hätte ich gerne bei WAF gehabt. Dass aber der Investor sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, ich will mein Geld wieder haben. Also ich finde, WAF ist nicht das perfekte Managerspiel, aber ich bin trotzdem dankbar, dass es da ist, weil es hat mal endlich wieder, Es war in Ordnung. es hat uns mal wieder zusammengeführt und es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Der Witz hat leider gefehlt, die Bilder waren steril, das war das Problem. Aber für Es einen ist acht Leute. steriler, das stimmt, aber ich finde das Design der Spieldarstellung sehr schön. Ja, was wollte ich sagen? Für ein Acht-Leute-Team war das super. Also Respekt, ich habe es ja gekauft, also mein Geld haben die Nee, sich verdient. Marco Sau wurde nicht verkauft, der spielt bei mir Fliege. Stimmt, ich hab den an dich verkauft, ja. Für 1 Million. Hat sich das gelohnt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Er hat fünf Tore oder so gemacht, also theoretisch, Als ja. Meme war er, glaube ich, gut, ja. Ich würde ihn gerne, Gerald, eine Feature-Request, ich hätte gern Marco Sau danach als Co-Trainer, wenn der in Rente nächstes Jahr geht. Ja, genau. So. So, die 9. Frage. Bist du bereit? Und ich bin sehr gespannt, das WAF kommt ja von einem neuen Entwicklungsstudio, was Gerald da jetzt gegründet hat. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber ist ja egal. Und die haben jetzt ihr erstes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach ist es ein gutes Spiel geworden. Und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft bezogen, was dieses Studio als nächstes machen wird. Das ist THK Nordic, ist das, ne? Das meinst du? Nee, das ist der Vertrieb, Publisher meinst du? Okay. der Publisher, genau. THQ Nordic. Winning Streak Games? War es das vielleicht? Das wird sein, genau. Das wird. Bei Asgeron, ich war so gehypt. Ich hab so viele Manager-Spiele gespielt, wie Anstoß 2 Gold und okay, das war danach. Davor DSF-Manager oder Teamchef kann ich auch Ich habe auch empfehlen. sehr viel gespielt, Und dann Team kam Chef. auf einmal Anstoß 2 Gold und ich war so gehuckt. Das war das einzige Spiel, wo ich dann mehrere Saisons gespielt habe. Und dann kam ich erst zu Asgeron und dann habe ich auch diese komischen Spiele, die sie dann entwickelt haben, gekauft. So ein LKW-Manager. King of the Road hieß das von Asgeron. Und das war so lustig. Da musstest du halt LKW, so eine Firma gründen, LKW fahren in so ein Open-World-Spiel und dann halt Pakete ausliefern. War total verbuggt auf jeden Fall, wie fast jedes Asgeron-Spiel, aber hat an sich Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall immer, und da spreche ich aus Erfahrung, für ein neu zusammengewürfeltes Entwicklerteam sehr schwer, ein erstes richtig gutes Produkt zu machen. Von daher bin ich sehr gespannt, was sie jetzt aus WAF 1 lernen oder gelernt haben und was dann in Zukunft von denen noch zu hören ist. Also geplant war ja, dass man VR Football als Spiel rausbringt und das immer wieder verbessert.
Ja, aber das kannst du ja nicht ewig lang machen, das rechnet sich ja nicht. Du musst früher oder später ein neues Spiel rausbringen oder Man irgendwas. sieht da jetzt schon eine Schwächephase. Irgendwie habe ich gefühlt, spielt ja keiner oder auch. Meiner Meinung nach sind die schon am nächsten Ding dran. Gut, dann machen wir einfach mal die 9. Frage. So, ich lese vor. Deutschland war vor dem Ersten Weltkrieg isoliert. Nach dem Ende der 1880er Jahre Wilhelm II. Kaiser wurde, wollte er im Kolonialgeschehen auch mitmischen, was unter anderem für diese Isolation sorgte. Wer ist dein Lieblingsafrikaner, Captain Tsubasa? Es gibt Afrikaner bei Captain Tsubasa? Gibt es. Und ich weiß nach Wer wird Millionär, Omairan? dass du keinen kennst. Nein, Oh. Omarjan ist Asiat. Der war Saudi, ne? Ja. Ich nenne mal alle bekannten Afrikaner. Ocado von Nigeria, Bobang Der, von der auf Ni. jeden Fall. Okay, dann überspringen wir die Frage. Ocado ist dein Ochado Lieblingsafrikaner. auf jeden Fall, weil Nigeria habe ich auch immer gerne bei den WMs geguckt und gefällt mir. Sympathisches Fußballland. Aber kein Interessant. Land, in das ich gerne reisen würde. Oh, schade. Okay. Ist die 10. Frage. Okay, die wird dir. Ja, du bist nicht betrunken. Schade. Das habe ich darauf aufgeschnitten, dass du da betrunken bist. Lass uns gemeinsam in Chor singen. Du kennst den Text. Ich warte, bis der Text im Stream eingeblendet wird und da singen wir beide. Okay. Gibt ja eine Chance, dir Alkohol zu holen. Für die, das kriege ich auch ohnehin. Siehst du es? Ja. So, bist du bereit? Warte mal kurz. Okay. 3, 2, 1. Los. Oh, when Oh, you're in a big in big in Japan. Japan. Tonight, big in Tonight, free Japan. Japan. Be tight, Tide, big in big in Japan. Japan. Oh, the Oh, the eastern eastern sea sea's so so blue. blue. Big Big in in Japan. Japan, All all right. white pays and Hey I'll babe, I'll sleep sleep by by your your side. side. Things Things are are easy easy when when you're you're big big in in Japan. Japan. Oh, when you're Oh, big in what's in Big Japan. Japan? Perfekt. Fast perfekt. Aber es kommen noch ein paar andere Lieder, kleiner Spoiler. Oh Gott. Aber jetzt hol dir lieber Also Alkohol. du singen ist sehr schwer. Hol dir lieber Alkohol. Die 11. Frage lautet. Oh, es kommt eine Holodeck-Frage. Warte ich, bis das im Stream größer wird. Um welche heute geht's? Vor heute. Es ist eine Holodeck-Frage. Du bist ja pervers. Das ist einfach eine Star Trek-Frage. So, 11. Frage, Holodeck-Frage. Du bist Steuermann auf der Enterprise. Hast jetzt Urlaub und wolltest auf dem Holodeck. Wie ein echter Ostdeutscher zum FKK-Strand, während du mit zwei klingonischen Frauen Geschlechtsverkehr hast. Okay. Picard fragt dich, ob du deinen Urlaub verschieben kannst, denn die Romulaner haben ein Wurmloch dazu genutzt, dass die Enterprise nun in einer Zeitschleife steckt und nur ein erfahrener Steuermann kann hier helfen. Wie genau muss dir Data in einem 5-Stunden-Gespräch erklären? Wie reagierst du? Hui, das ist eine geladene Frage. Also erstmal, wenn Picard was von mir will, dann springe ich definitiv. Ich habe Respekt vor Picard. Ich Interessant. finde, er ist ein guter Kapitän. Ich finde, in der Serie Picard ist ein Arschloch und ein seniler alter Mann. Er ist unsympathisch, aber er hat das Herz am rechten Fleck und ist Okay, das stimmt. ein guter Kapitän, sagen wir mal Oh, so. Scheiße, Bremen hat gewonnen, wie mich das ankotzt. Von daher würde ich wahrscheinlich ihm gehorchen, denn ich denke, wenn die Enterprise in der Zeitschleife steckt, wäre das schlecht für die Zukunft, wenn unser Flaggschiff, unserer Flotte quasi in der Schleife sitzt. Deshalb würde ich da schon mich opfern fürs Team, denke ich, und meinen Urlaub abbrechen. Und habe ich auch schon mal im Real Life gemacht, einen Urlaub Oh, das finde abgebrochen, ich weil schlimm. ich finde das sehr dämlich, aber es war halt, es gab einen guten Grund. Okay. Von daher, man kann das schon machen, aber es sollte halt nicht jedes Jahr passieren oder so. Ja, Pflege, ich erinnere mich, aber vor allem ich als Werder Bremen-Hasser, okay, ich hasse alle anderen 17 Teams auch. Siehste, du hast ja selbst Bochum inzwischen. Ich hasse die nicht, das ist eine Hass. Ja, was soll ich sagen? Ja. Es ist. Ja, keine Ahnung. Egal.
Ich hasse aber Bremen, glaube ich, nur wegen Kylie. Das ist das Problem, weil Kylie so nervt mit Bremen. Das Aber ja. stimmt. So, die 11. Frage hast du gut beantwortet. Du wirst deinen Urlaub abbrechen. Wobei ich mich so wie. Macht, ja, macht schon Sinn. Also, Star Trek hat ja praktisch Kapitalismus abgeschafft. Aber Ja. Arbeit anscheinend nicht, ne? Also, die Nee. arbeiten ja alle auf Die dem Leute Raumschiff. arbeiten freiwillig für die Selbsterfüllung. Freiwillig für die Selbsterfüllung. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber wir sind sowieso 1000 Jahre davon entfernt, dass wir Das stimmt. Arbeit als Freizeit hier sehen können. Man darf nicht vergessen, dass es ja auch eine Utopie ist. Also wir reden Ja, von klar. Wieso? einer sehr positiven Formulierung der Zukunft der Menschheit, die ich nicht teile und die ich glaube ich auch nicht, also die ich teile im Sinne von, ich finde sie gut, aber nicht teile im Sinne von, es wird so kommen. Aber es ist natürlich schön, auch mal sich in Utopien in Filmen und Serien Auf jeden reinzureden. Fall, weil das ist ja auch inspirierend. Es gibt ja auch Sachen im Original Star Trek aus den 60ern, die total hirnrissig für damals waren, aber die halt inspirierend für die nächste Zeitepochen war Ja. und so. Also auch technisch oder was weiß ich, oder kulturell. Also das ist schon. Ich glaube, Star Trek war da die richtige Serie dafür, deswegen umso trauriger, was mit Star Trek aktuell passiert, mit der Serie Picard zum Beispiel, dass Es das. gibt viele, viele Folgen, die würde ich nicht mal mit einer Zange anfassen, aber es gibt auch Folgen, die sind sehr smart und sind auch heute noch weit Ja, über sehe ich auch so. Standard Science Fiction, was wir heute so sehen. Du meinst Next Generation oder meinst du jetzt die ganz alte? Ich rede von Picard Next Generation, ja. Achso, ja, ich meine mit Picard die neue Serie, ne? Aber die war nicht gut. Nee, die war ja Schrott. Das Ich meine ich rede ja. von Die TNG. neue Serie Picard ist ja nicht mehr das, was das früher war, in den 90ern noch. Ja, das meinte ich. Genau. Ja, Star Trek war immer deswegen. Ja, vielleicht kommen die ja wieder dahin, dass die erst wieder checken, die Macher. Was Star Trek damals ausmachte im Fernsehen. Mal gucken. Nicht mit den Leuten, ne. Nee, aber es soll eine neue Star Trek-Serie geben, die da wieder drauf aufbaut, was schon läuft. Wie hieß das? Ich habe keine Ahnung. So ein Spin-off zu Discovery. Und die soll sehr gut sein, die wieder so anknüpft an die alten Sachen. Aber gibt es ja noch gar nicht in Deutschland, also egal. So, das war die 11. Frage. Jetzt kommen wir zur 12. Frage. So. Auch Tsubasa steckt in der CT-Welt in einer Zeitschleife und gewinnt jedes Turnier. Wie kommt er da raus? Indem er verliert. Das ist und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Er Wow. muss endlich verstehen, dass man noch mal verlieren muss im Leben. Und indem Bill Murray das macht, unterbricht er die Zeitschleife. Und wenn Tsubasa dasselbe macht und einfach absichtlich verliert, wie ein absoluter Hurensohn und damit seinen Sport und den Gegner beleidigt, dadurch löst er die Zeitschleife auf. Ja, perfekte, richtig, wow, diese Analogie, wie du die hingekriegt hast, richtig geil, obwohl Bill Murray, er wollte ja nicht verlieren. Er hat sich irgendwann halt gedacht, nachdem er alles probiert hat, sich sogar mehrmals umgebracht hat, Ja. dass er einfach, dass ihm das egal wird und dass er das dann einfach so lebt, dass, wie soll man das sagen, dass nicht andere glücklich werden, sondern das war nicht sein Primärziel, sondern dass er einfach lebt, ohne sich dabei vorzustellen, was er davon. Wie er davon profitieren kann. Kann man das Genau. so? Das, ich glaube, das Also er ist gut entscheidet beschrieben. sich freiwillig nicht mehr zu gewinnen und ja. Ja, aber nicht zu verlieren, das ist halt eine andere Sache. Er wollte einfach dann denken, scheiß drauf, ich komme da sowieso nicht raus. Und ich guck mal, was die anderen machen. Und dann hat er sich. Das gut, guter Filmtipp. Täglich grüßt das Murmeltier, Leute. Daytona, du bist viel zu jung dafür. Deswegen Empfehlung für mich an dich. Ja. So. Das war die 12. Frage. Kommen wir zur 13. Frage. Das ist. Oh, ein Song. Jetzt muss ich die Melodie kurz gucken. Du kannst dir das kurz durchlesen. Ich singe erstmal. Okay, das ist von Starship. Rebuild the City. Wir beide Kenne ich. singen nur den Refrain. Da siehst du das bei beide. Wir singen gleich den Refrain. Und ich muss jetzt kurz den Ton nochmal treffen. Wie soll ich denn auf deinen Ton singen, wenn Nee. mein Stream Stunden später ist? Ich singe ja gleich. Du musst ja nur hören, was ich gleich sage. Und Okay. dann soll. Und wenn ich sage, Rebuild this city, Rebuild this city on Rock'n'Roll. Und dann machen wir beide dasselbe. Rebuild this city. Den Refrain kennst du ja, ne?
Gut, Ja. okay, dann sehen wir. Moment, erst mal in der Chat, wenn ich den Chat durchgelesen habe. Kennt ihr den Film mit dem einen Schwarzen in einer Zeitschleife? Nee, Jeden Tag ist den Film Schopfen, der kenne ist ich gut, nicht, der nö. ist richtig gut. Ja, guter Witz, kennt er so. Macaroni, play the mamba. Listen to the radio, don't you remember? We built this city. We built this city on Rock'n'Roll. We built Built this this city. city. We We built built this this city city on on rock and Rock'n'Roll. roll. Built We this built this city. city. We built We built this city this city on on rock and roll. Rock'n'Roll. Dö, 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 dö. Geiler Song aus den 80ern. Die 80er Jahre kann ich Ihnen empfehlen, wenn ich Zeitmaschine Solide habe. Song. Außer du bist schwul oder eine Frau oder eine Minderheit oder sonst irgendwie nicht Mainstream, dann sind die 80er vielleicht nicht so geil. Aber das kann uns egal sein, wir gehören dazu. So, die 14. Frage lautet: Was hat der Chat denn geschrieben, bevor ich vorlese? Den Film gibt es wirklich? Wirklich? Okay, das war eine Anspielung. Auf die Schwarzen, die jeden Tag in Amerika erschossen werden. Ja, Okay. dann sag doch, wie der Film hieß, du Ja. Esel. Was soll denn das? Der Film gibt's wirklich. So, die 14. Frage: Die Mamba, welcher CT-Figur würdest du gern würgen? Das ist jetzt schwierig. Also ich habe ja schon gesagt, die Frauencharaktere sind alle langweilig. Die Männercharaktere sind ist für mich eigentlich romantisch auch langweilig. Welche Mamba würde ich gern würgen? Muss ich einen wählen oder kann ich keinen sagen? Du musst einen wählen. Okay, wenn ich einen wählen muss, denn wen finde ich denn am Sex? Dann würde ich Schneider nehmen. Dann Kals Schneider. und Kals? Schneider. Ja, aber du musst selber zugeben, dass. Also, wenn du auf Kerle stehen würdest, würdest du eher Schneider als Kals nehmen, oder? Schneider ist ein Topmodel und Kals ist ein Maulwurf. Maulwurf. Das ist ja Also, ich glaube, dreist. jeder mit bisschen Geschmack würde Schneider wählen, deshalb nehme ich Schneider. Weil er halt sehr gut aussieht und vor allem hat er so schöne Augen. Holt er mich auf jeden Fall ab. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So So blaue blaue Augen, Augen. wenn du mich so anschaust, ist mir alles andere egal. Das ist der Song wurde übrigens über Schneider So geschrieben. Fun Fact. blaue Augen. Ich dachte von Kals, okay, über Nee. Kals. Kenta sieht nach einer Parodie aus. Ich bin ein bisschen nur übersprungen. Das sieht eher nach einer Parodie aus. Dein Link. Ich finde schon, dass Schneider besser, was sie das kennt. So, Ja. tut mir leid, Herr Toner. Achso, der Ton hat das geschrieben. Ja klar, im Chat. Wo ist dein Geschmack? Marconi plays the Mamba. Listen to the radio. Und jetzt kommt die 15. Schneider hat so Frage. schöne Haare, ey. Und Gensur trägt die ganze Zeit Cap. Stell dir mal vor, du musst mit jemandem Sex haben, der ein Cap den ganzen Tag trägt. Oh, wäre super. So, 15. Frage. Nenn mir drei Dinge an Captain Tsubasa, die du magst und drei, die du nicht magst. Okay. Dinge, die ich mag. Ich mag die kreativen, spaßigen Techniken. Selbst bei Kickers gab es ja damals diesen komischen Teufelsdreier V2. Und der war natürlich auch völlig lächerlich. Und ja, mich stört sowas nicht, dass es ein bisschen unrealistisch ist. Und so Superschüsse und so war ja damals zwar, wie gesagt, nicht nur in CT so, aber in CT halt sehr viel. Die ganzen Sachen gefielen mir gut. Mir gefiel die Musik auf jeden Fall. Man hat gerne mitgesungen auf jeden Fall. Ist natürlich auch deutsches Intro, muss man dazu sagen. Ich habe nie jetzt das Original gehört oder so, aber es ist einfach gute Musik, gute Songs. Und sonst, gerade auf die Originalserie bezogen, halt teilweise wirklich spannende Spiele. Man war ja da noch nicht so drauf geeicht, dass Tsubasa alles gewinnt. Und interessante Charaktere und Ideen. Also das ist cool. Und ich mag natürlich auch an Captain Tsubasa, auch wenn es jetzt viertens ist, dass es uns alle zusammengebracht hat. Drei Dinge, die ich nicht so mag. Ja, da kann ich jetzt vieles aufzählen. Mir gefällt nicht, dass es Gacha-Content darüber gibt, weil ich Gacha sowieso ablehne. Mir gefällt nicht, dass es kreativ nachgelassen hat nach den Anfängen der Serie und immer wieder
recycelt wurde und schlechter gemacht wurde und das Remake ein Rückschritt war und dadurch auch seinen Charme ein bisschen verloren hat, ne? Es ist immer blöd, wenn man, guckt euch Lost an, wenn Lost nicht die letzte Staffel so gewesen wäre, dann würde man heute, oder Game of Thrones, wenn das gegen Ende nicht so schlecht geworden wäre, wäre das viel besser. Und Captain Tsubasa hat meiner Meinung nach auch irgendwo nachgelassen. Und was ich auch nicht mag, ist, ja, also das Porträt von den Beziehungen und den Frauen und so die zwischenmenschlichen Sachen hat Kickers alles besser gemacht. Das war bei CT nicht gut, so die zwischenmenschliche Beziehungskram. Und ich meine damit nicht nur Mann zu Frau, sondern auch untereinander. Die Gründe, warum zum Beispiel Charakter A mit Charakter B ein Problem hat, war fast immer dasselbe, weil ich bin besser als du, das ist langweilig. Lass dir was Besseres einfallen für Zwischenmenschliches. Und ja. Gut, ja, gute Punkte. Stimme ich dir bei allem zu, kann ich alles nachvollziehen. Perfekt. Jetzt muss ich leider pinkeln. Du kannst Okay. den Chat so lange unterhalten. Ich bin in 2 Minuten da wieder. Gut, dann kommt die 16. Frage. Oh Gott, erst 15 geschafft, ihr. Das geht ganz schön langsam. Nö, geht doch schnell. Wir haben doch erst vor 3 Minuten angefangen. So, bis gleich. Okay. We built this city. We built this city on rock and roll. Immer diese Alkoholiker, Leute. Der Bursch trinkt zu viel. Oh, es gibt immer zu viel, glaub mir. Das spricht meine Lebenserfahrung. So, was habt ihr gesagt? Oh, wir haben eigentlich nur gesagt, dass Bogisch der beste Moderator aller Zeiten ist. Jawohl. Ja, Applaus. Jetzt mache ich mal Applaus im Chat. Applaus, Leute. Applaus. Jawohl. So. Jetzt hat jemand Sounddatei Applaus gespielt? Jawohl. Super, Leute. Danke. So. Kommen wir einfach zur nächsten Frage. Die 16. Frage lautet wie folgt: Fußball kann so einfach sein, doch was ist schwer daran? Kann so einfach sein, was ist schwer daran? Zum einen, dass es halt inzwischen eher ein Geschäft ist und die Fans noch nicht ganz gerafft haben, dass Fußball nicht mehr Fußball ist, sondern Fußball eigentlich Apple, Facebook und was weiß ich ist. Das ist schon mal schwer zu verkraften, für viele zumindest. Ich habe mich damit abgefunden. Mit dieser romantischen Sicht auf Fußball, dass die einfach doof ist und nicht mehr zeitgemäß. Aber das macht die Sache schon schwer. Das kann man schon sagen. Was ist noch schwer daran? Ja, die Verletzungs. Du hast eh eine Verletzung und deine Karriere ist vorbei. Das kann mir in meinem Job nicht passieren. Das macht den Job auf jeden Fall schwer, weil dein ganzes Leben ist von heute auf morgen anders.
nur indem der Verteidiger sich an der falschen Stelle berührt hat. Das ist auf jeden Fall auch schwer im Fußball. Und was ist noch schwer im Fußball? Spiele live zu gucken, ohne dass man Geld dafür bezahlen muss, ist sehr schwer. Doch, Aber gut, also, das ja. spielt in den ersten Punkt mit rein, klar. Ich find's schön, ich finde Fußball schön, wenn man das so in den öffentlichen gratis gucken kann, aber ja. Ich finde deinen ersten Punkt lange Zeit genauso und plötzlich mein Heimatverein, der null externe Geldquellen hat, außer dem, was im normalen Fußball oder in der Bundesliga halt Standard ist, steigt auf einmal auf als Team, als Mittelklasse-Team der zweiten Liga. Und dann ist man wieder gehypt. Und dann merkst du aber trotzdem, wie krank der Fußball ist, vor allem jetzt in der ersten Liga, dass du da praktisch nicht mithalten kannst ohne Geld und so weiter. Dann wird wieder die Realität einen wieder hier ins Gesicht geschlagen und so. Ja, ein bisschen Genau. schwer mit Romantik, hast du recht. Also ist schwer in der heutigen Zeit. Früher war es viel einfacher in den 90ern, glaube ich, oder noch früher 80er und so, wo Fußball wirklich noch Fußball war. Für Hat sich mich halt ist geändert. bis heute Fußball am schönsten, wenn du mit zwei, drei Leuten im Park auf ein Tor knallst. Das ist für mich die Version von Fußball, die ich bis heute schön Wie er finde. sein sollte, aber wie er nicht ist und nicht mehr wieder sein kann, leider. So ist es. Leider. Ist so. Ganz einfach. Oh, du rauchst. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich. So, die 17. Frage, oder? Genau, die 17. Frage kommt. Die lautet wie folgt: Führe den Satz fort. Die WM an Katar zu vergeben war. Das Eingeständnis letztendlich, das und der ultimative Beweis gleichzeitig, obwohl es vorher schon einige gab, dass Fußball keinerlei moralischen Standpunkt vertritt und dementsprechend die Vermarktung dieser Werte auch absolut Doppelmoral ist, wenn Fußball das macht. Es war ein Fehler, der aber nicht als Fehler angesehen sein wird, sondern eher als zeitgemäß. Und ja, wie gesagt, es macht deutlich, Die worum es im Schnauze Fußball voll. Ich habe geht. mir jetzt den Ich warte, tut mir Zitchenshort leid, wieder jemand seit hat eine sechs Folgen Sounddatei gespielt. angeguckt. Und Hört ihr nicht mehr? jetzt muss ich ja mal langsam anfangen, hier ein bisschen Kontra zu geben. Genau, okay, dann Satz kannst du fortführen. Ja, also es spielt ja auf den Satz, auf die Diskussion, die wir eben bei der 16. Frage habt, mit rein. Es ist einfach ein guter Beweis dafür, dass Fußball nur noch Business Ich fürs denke, ist. es geht sogar soweit, WM-Vergaben finden ja 4 Jahre früher statt. Und das ist so lustig. Es wurde bewiesen, dass Deutschland die WM-Vergabe, die war korrupt, muss man einfach so sagen. Also es war korrupt. Und deswegen wurde Südafrika, hat man denen die Stimmen gegeben, weil Deutschland Stimmen für Deutschland halt auch gekauft wurden. Und so wurde halt Südafrika 2010 Gastgeber, wahrscheinlich Brasilien auch. Und dann kommt Wer jetzt erinnert dieses. sich nicht an dieses Jo, jo. Vuvuzela-Albtraumturnier? Hast recht. Oh. Genau. Und dann die Sache ist die. Dann war die FIFA so verstrickt in die Sache, dass denen das zum Zeitpunkt der Vergabe und jedem anderen auch egal war, dass Katar die WM kriegt. Und erst später kam die Diskussion auf, die ja zu Recht ist, die man sich auch natürlich und vor allem FIFA. Die FIFA hat sich ja davor auch in Skandalen verstrickt, wo Sepp Blatter dann abgeführt wurde, seine Uhren geklaut wurden. Und das war alles danach, nachdem Katar halt die WM zugeteilt kriege. Und dann kamen die Fragen auf. Dann kamen die Fragen auf, warum Katar die WM bekommen hat und so weiter. Und jetzt wird alles aufgerollt. Und was die FIFA sich nie zu träumen gedacht hätte, weil halt die WM ja schon zum Zeitpunkt vergeben wurde, als die FIFA, sagen wir mal so, nicht als richtig korrupt galt. Die ganzen Skandale kamen erst danach und jetzt überschlägt sich alles. Und jetzt weiß auf einmal jeder, dass Katar einfach ein Land ist, was fragwürdig ist. Ja, wie jedes von diesen Ölländern. Ja. Genau, und jetzt kann man es nicht mehr zurückziehen und jeder sagt halt so nette Worte: Oh, Katar, böse, böse, böse. Arbeiter sind gestorben, außer Uli Hoeneß natürlich.
Und aber trotzdem passiert nichts. Keine Boykotts. Ich würde sogar sagen, als Deutschland-Fan, boykottiert mal als Deutschland diese WM. Dann wäre das echt ein Zeichen. Und vielleicht würden andere mitziehen, aber es traut sich einfach keiner. Es muss jeder für sich selber entscheiden, das ist meine Meinung. Ja, und die, ja, alle So haben einfach sich ist dafür das. entschieden, nichts Ich zu machen. würde nicht sagen, dass alle sich dafür entschieden haben, das zu ignorieren. Ich würde sagen, deine Bubble hat sich entschieden, das zu ignorieren. Aber zum Beispiel in meinen Kreisen kenne ich genug Fälle, wo es anders aussieht. Ach, du meinst jetzt als Privatperson, das werde ich nicht boykottieren. Das interessiert doch keinen, ob ich jetzt die WM gucke oder nicht. Du meinst jetzt die Mannschaft? Die Mannschaft, nee, jetzt meine ich mich selber als Zuschauer. Ja, wer soll denn boykottieren? Die Ja, ich, die Mannschaft. Mannschaft, ja, meine ich ja, die Mannschaft Ja, selbst. hätte ich mir gewünscht. Ja. Ja, genau, das meine ich ja auch. Hat sie aber nicht, ja. Aber jetzt so, als wenn Privatpersonen sich melden und sagen, ich gucke die WM nicht, das interessiert keinen. Doch, das interessiert sehr wohl was, weil dadurch wird dieses Thema überhaupt erst thematisiert und darüber redet man darüber und schafft Bewusstsein darüber, dass die FIFA ein Drecksladen ist. Ja, ich sage Also trotzdem, interessiert schon. es werden wieder Top-Einschaltquoten sein, also am Ende ist das jedem Das kann scheißegal. natürlich sein. Aber das heißt ja nicht, dass es die Einschaltquoten hat, die es hätte haben können. Aber warten wir mal ab. Würde mich wundern, wenn vor allem Public Viewings verboten werden, werden die Die wissen, Einzel-Cook-Familien davon die, ja, profitieren. Public Viewings leiden ja schon alleine unter der scheiß Jahreszeit. Also das Obwohl, einzige, die einzige Form Weihnachtsmarkt. von Public Viewing, die ich mir gebe, ist im Biergarten und die wird es nicht geben. Also. Aber es gibt Weihnachtsmärkte und genau da startet dann die WM. Na, werden wir mal abwarten. Ich glaube nicht, dass es da Ich sowas gibt. glaube, doch, doch, Weihnachtsmarkt ist sowas wie Public Viewing, der glaubt mir, also das darfst du nicht unterschätzen. Okay. Machen Ich wir einfach mal die hatte nächste Frage. Das wird mir alles zu politisch. Hier werden die Fragen hier ausgedacht. Bestimmt wieder die Fans. So, die bestimmt die Fans. 18. Frage lautet wie folgt: Führe den Satz fort. Ich führe den Satz fort, weil. Pfleger, du musst die nicht in die Kälte stellen. Jeder Weihnachtsmarkt, jeder Stand ist klimatisiert. Jeder hat eine Heizung. Warst du noch nie Ja, auf aber dem Weihnachtsmarkt? kalt ist es aber trotzdem manchmal. Nö, Aber ja. nein, so kalt nicht. Das ist gemütlich kalt. Ich führe den Satz fort, weil ich den Satz fortführen soll. Irgendwie kam. Ich hab das so gewusst, dass du genau das sagen wirst. Ja. Und kennst du die Frau auf dem Bild? Nee. Ist das Curie oder wer ist das? Genau, das ist die deutsche Madame Curie, Hitlers Ehefrau Eva Braun. Ah, okay. Die 19. Frage lautet Was wie. ist der Bezug zu der Frage von dem Foto? Ja, keine Ahnung. Okay. 19. Führe den Satz nicht fort, denn jetzt kommt eine andere Frage. Ich habe aus Versehen denn mit einem N geschrieben, tut mir leid. Wer hat deiner Meinung nach die süßeste Nase im CT-Universum? Als Nicht-Nasenexperte. Ist das schwierig? Ich sage mal Ishizaki, weil die so schön. Der reibt die sich immer so hier, der macht immer Ja, diese stimmt, das Geste macht er hier. immer. Wie Und Signore, genau. ich denke, das weist auf eine sehr süße Nase hin, ne? Außerdem fällt Ishizakis Nase auch auf, weil er hat eine einzigartige Nase, wohingegen viele andere, sage ich mal, Standardnasen haben. Ich würde mich interessieren, welche Nase der Toner im CT-Universum gut findet. Weil Das weiß ich bis wäre heute. Ja, das wäre gut zu eine wissen, ne? interessante Frage für die 50 Fragen. Ne? Richtig, das würde ich gerne wissen, welche Nase sie mag. Ich glaube, das weiß ich gar nicht. So, jetzt kommen wir einfach zur nächsten Frage, die 20. Frage. Bald ist Halloween. Wieso siehst du jetzt schon aus wie Gollum? Weil ich gerade aufgestanden bin und Boris gesagt hat, ich soll die Kamera anmachen. Ich hatte keine Zeit mehr zu duschen. Okay, Daytona mag Kaltnase, das ist ja, habe ich noch nie gehört, aber okay. Was? Das ist mir neu. Trinkst du heute Daytona, obwohl du morgen arbeiten musst? Das ist ja interessant. So, die 21. Frage. Entschuldige die Frage, das war eine Fanfrage. Ja, es ist immer diese Fans. Für eine dubiose Seite musst du ein Drehbuch für ein Tsubasa-Hentai schreiben. Pitch me in a story. Welche Seite denn? Eine dubiose Seite, hentai.com, keine Ahnung. Drehbuch für Tsubasa hinter. Pitch mir eine Story.
Ja, Tsubasa Hentai ist schwierig bei einer Serie, wo die Frauen alle uninteressant sind, aber Gibt okay. doch schwule Hentais. Dann sage ich mal, besoffener Roberto lernt jungen Tsubasa kennen, wird sein Ersatzvater. Dann bandelt er dabei mit Tsubasas Mutter an. Die beiden treiben es richtig wild. Und dann kommt Tsubasa, überrascht sie beim Sex und dann wird ein Dreier draus. Mit Tsubasas Mutter Roberto und Tsubasa. Tsubasa, oh, du inzestiöser junger Mann. Okay. Ich dachte, das ist heutzutage das Meta, Ja, also. Hentai ist immer inzestiös, ja. Sehe ich genauso. Kommen wir zur 22. Frage. Fluxkompensator-Frage. Du reist in die Zeit, WM 1978. Du triffst Takahashi, denn es war die WM 78, wodurch sich Takahashi inspirieren ließ, Captain Tsubasa zu erfinden. Du siehst ihn. Wirst du was ändern? Nein, ich werde nichts ändern, weil zum einen wird sich Takahashi im Jahre 1978 nicht von irgendeinem ausländischen Random was sagen lassen, der nicht mal Japanisch spricht. Also der wird sowieso nicht, egal was ich sage, nicht auf mich hören. Und zweitens, ich denke auch, er muss selber lernen und aus seinen Fehlern lernen. Da braucht er nicht eine Also 40 Zeitreise. Jahre nicht. Da brauche ich keinen Zeitreisenden dazu, der ihn dazu anstupst. Und ich glaube auch, dass es nichts ändern würde, wenn man ihm da was sagen würde. Da er offensichtlich ein sehr sturer Mensch ist, weil er ja sich nicht ändert. Ich gebe dir einen Tipp, du musst was ändern, weil die nächsten Fragen bauen darauf auf. Okay. Wenn ich was ändern müsste, dann würde ich sagen, weniger Tsubasa-Fokus und mehr interessante zwischenmenschliches Drama mit den Nebencharakteren. Ob er auf dich hört. So, gucken wir mal einfach die 23. Frage. Die lautet wie folgt. Russland annektiert ukrainische Gebiete. Bist du immer noch sauer, dass Westdeutschland die DDR annektierte? War ja nicht so, war ja keine Annexion in dem Sinne, war ja auch demokratisch mehr oder weniger gestützt, passt schon. Ich bin nicht sauer deswegen, im Gegenteil. Ich habe ja davon noch profitiert, wenn man so will. Auch wenn viele auch Schaden dadurch genommen haben, muss man auch mal erwähnen. Aber unterm Strich, denke ich, war es der richtige Schritt. Wurde es richtig gemacht? Nee. Aber der Schritt, also manchmal ist ja etwas zu tun richtig, selbst wenn die Umsetzung suboptimal ist. Von daher, ja, ich bin nicht sauer und ich denke nicht, dass Russland damit durchkommen wird. Oh, denkst du nicht? Irgendwie denke ich schon, dass man es am Ende akzeptiert. Werden wir sehen, wer von uns beiden recht hat. Mal gucken. Ich will ja nicht recht haben. Ich denke das halt nur. Wäre schön, wenn du recht hast. Viele schaden ja wie im Westen, scheiß Soli. Nee, das stimmt schon leider. Also, Nee, nee, ostdeutsche. die haben ja schon wirklich die Industrie verschachert und Nee, Immobilien sehe ich und genauso. alles. Also die haben ja schon viel Scheiße Ich gebaut habe es ja in und Geschichte auch gehabt, war nicht mein Spezialgebiet, das war eher das 19. Jahrhundert. stimmt. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Großstädte in der DDR, ich hab den Fachbegriff vergessen, wenn die schrumpfen, wenn die Städte, wenn die Einwohner halt niedriger werden und weil die halt umziehen in den Westen, dann muss man auch die Infrastruktur halt ändern. Und das war halt ein großes Problem in der DDR, dass dann die Straßen kleiner wurden. Ich habe den Fachbegriff vergessen. So oh, Mist. Ist doch egal, wir D wissen, was du irgendwas, meinst. aber genau, also die Städte wurden verlassen und es waren halt Geisterstädte, weil die Städte halt größer gebaut, die Infrastruktur war halt größer gebaut, die Straßen größer, aber das war halt nicht mehr von Nutzen. Und das war das Problem, die mussten halt dann Geld haben, die Stadt zu verkleinern. Shrimping, Shrinking, genau, Shrinking ist ein Fachbegriff davon. Jedenfalls, aber das war nicht das einzige Problem natürlich. Aber ja, ich will jetzt keine DDR-Sendung draus machen. Das machen wir in der nächsten DDR-Sondersendung.
Ich habe doch auch schon alles gesagt. Zwar der Ja. richtige Schritt, aber nicht richtig gemacht. Sehe ich genauso. So kann man es zusammenfassen. So, die 24. Frage. Die hat es in sich, weil die sehr lang ist. Deswegen warte ich, bis die im Stream größer ist. So, da ist es. Wissenschaftler sind sich einig. Zeitreisen wären nur unter einer Bedingung möglich. Sagen wir mal, durch ein Wurmloch kann man eine vergangene Zeit reisen. Zum Beispiel die 70er Jahre. Dann ist es nicht unsere Zeitlinie. Du bist in einem Paralleluniversum. Darf Veränderungen keinen Einfluss auf dein jetziges Leben haben? Könnten. Nee, auf dein jetziges Leben haben. Ich habe die Komma. Die Kommas sind halt falsch. Und die Kommas sehen aus wie Punkte. So, nochmal. So. Nochmal von vorne. Wissenschaftler sind sich einig. Zeitreisen wären nur unter einer Bedingung möglich. Sagen wir mal, durch ein Wurmloch kann man in eine vergangene Zeit reisen. Zum Beispiel die 70er Jahre. Dann ist es nicht unsere Zeitlinie. Du bist in einem Paralleluniversum. Da Veränderungen keinen Einfluss auf dein jetziges Leben haben, könntest du also deine Mutter bumsen. Denn im Prinzip wäre es ja kein Inzest, da du ja ihr potenzieller Sohn wärst, aber nicht bist. Reizt dich der Gedanke? Nein. Warum ist die Frage länger als deine Antwort? Ich glaube, weil die Fans das Problem haben, zum Punkt zu kommen beim Fragestellen. Die 25. Frage lautet: Schockschwere Not. Nachdem du Takahashi bei der WM 78 getroffen hast und das gemacht hast, was du gemacht hast, bist du nun wieder in der Gegenwart. Die Zivilisation befindet sich in einer Art Mad Max-Welt. Was jetzt? Das ist schwierig. Ich würde vermutlich erstmal rausfinden, wo sich die Leute, die ich kenne, aufhalten. Ob man da irgendwie, also in der Mad Max-Welt wirst du alleine, außer du bist Mel Gibson, nicht zurechtkommen. Deshalb suchst du dir auf jeden Fall ein Team. Falls ich nichts finde, natürlich auf jeden Fall die Stadt aus der Stadt raus, weil Risiko geringer auf dem Land. Irgendwo im Wald oder so. Und dann natürlich, wo kriege ich Waffen und Essen her? Ne? Also das sind ja die zwei Sachen, die ich zu klären habe. Also ja, Waffen und Nahrung und Anschluss an irgendeine Gruppe, die nicht möglichst nicht psychopathisch oder nicht kannibalisch drauf ist. Das würde funktionieren. Und ich wäre aber unterm Strich schon ziemlich im Arsch in der Mad Max-Welt, weil da setzt sich im Prinzip der besser bewaffnete und hinterlistige Arsch durch und das sind beides nicht meine Stärken. Von daher würde ich vermutlich auch erstmal beten, obwohl ich nicht gläubig bin, dass ich die Zeit überhaupt überlebe, weil meine Chancen wären in dieser Welt nicht gut. Okay. Ich finde es sehr interessant, dass du dich sofort auf die Mad Max-Welt einlässt, obwohl du kommst ja direkt wieder aus 1978. Du merkst ja, dass etwas anders ist und du müsstest dir ja selber die Schuld dafür geben, weil es auf einmal anders ist, oder? Was habe ich denn gemacht? Ich habe nicht meine Mutter gebumst und ich habe nicht Takahashi angesprochen. Das Ey, hieß. ich habe gesagt, du solltest die Zeit verändern. Du hast Takashi doch etwas Ach gesagt. so, stimmt. Ich hatte ihm was gesagt und dadurch kam die Mad Max-Welt zustande. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall schuldig fühlen. Und mach deine Ja. Kamera mal richtig, man sieht dich nicht richtig. Okay. Genau, aber schön, dass du wieder in die Gegenwart gelangst und oh, wie ist die Mad Max-Welt? Ich werde mich hier jetzt mal einfinden, weil ich ein paar Mad Max-Filme gesehen habe. Sehr interessant. So. Die 26. Frage lautet: Wähle im Chat einen Zuschauer, der dir eine Frage stellt. Ja, wer ist denn überhaupt da? Ich fliege. Flieger stellt Crash eine Frage. Wow, das ist keine Frage. Was hast du heute so getrunken, Bogus? Nubex, ich trinke Nubex, ich muss morgen ins Weg, Stadion, ne? deswegen muss ich fit bleiben. Hm. Ja, hast Zeit. Bin ich mal gespannt, ob morgen wieder ein Scheißtag wird oder ein geiler Tag. Wie stehen denn die Fuß Chancen? stehen schlecht, weil drei wichtige Stammspieler fehlen. Der neue Trainer ist ein Idiot.
Spielt er das große 6-3-1-System? Gefühlt ja. Es ist aber Okay. nun leider ein 5-3-2. Habe ich bei Anstoß gehasst, diese Vor Formation. allem Bochum kommt ja immer über die Flügel und der Typ stellt alles um, dass man nicht mehr auf Flügel spielt. So ein Blödsinn. Hast du am 18. bis 20.11. schon was vor und willst nach Bochum? Habe ich schon privat gefragt, aber antworte ruhig. Ich habe jetzt nichts Spezielles vor, aber die Reise ist mir zu krass. Wie Also, wär's, wenn ich dir die Hälfte spendiere? na, ums Geld geht's ja nicht. Ach so, um was denn sonst? Die Geld ist nicht das Zeit. Problem. Okay. Eher der ganze Trubel drumherum, der mich abschreckt. Okay, kann ich verstehen. Ich würde auch nicht 12 Stunden oder so mit der Bahn oder so fahren. Kann ich verstehen. Ich werde dich aber in Discord einschalten. Okay. Wenn du willst. Gut. Gerne. Ja, seit es Internet und Discord gibt, dann braucht man ja keinen User-Treff eigentlich. Nimmst du dann Meiner deinen Meinung nach. Rechner mit oder wie machst du das? Ich werde mein Handy mitnehmen und dann Discord und dann vorzeigen. Kennt ihr noch den Typen? Frag ich Marco und Shadow, die uns verlassen haben. Was schon frech ist, aber die werde ich noch damit konfrontieren. Okay. So, die 27. Frage lautet: Wie wär's mit einer Discord Freaky Friday Folge? Du trinkst Jameson und ich Wodka mit Milch. Könnten wir machen, wir würden aber beide leiden. Ja, Also glaube ich auch. da muss man überlegen, ob es das wert ist. Ich habe, das wollte ich eigentlich jetzt privat einmal schreiben, die nächste Zeit, aber ich habe eine geile Idee. Wir müssten mal, wenn ich jetzt Urlaub habe, im Discord einmal zusammen trinken abends und dann machen wir eine Silvester-Show daraus. Wir machen hauptsächlich eine Karaoke-Sache daraus, privat und wir beide nur. Und wir nehmen das aber auf und ich schneide das zu einer Silvester-Show und dann werde ich das auf Twitch und YouTube hochladen mit einer Premiere, dass es Silvester um 20 Uhr oder so abspielt, mit einem Countdown für die Leute, die zu Hause bleiben, damit die uns genießen können als praktisch Silvester-Show. Was hältst du davon? Ich finde es immer blöd, wenn man sich beim Betrinken filmt, aber ansonsten finde ich es lustig. Also findest du beides lustig? Genau das wollte ich hören. So, dann machen wir das in den Ferien. Im Urlaub, früher nannte man das Ferien, als wir in die Schule gingen. Ja, ich hatte diese Woche Urlaub und du hast nächste Woche Urlaub, von daher Oh, das ist ja doof. ist das ja echt gut gelaufen, ne? Aber ja, passt schon. Du arbeitest bei VW, du bist sowieso immer frei. Das schon. So, 28. Frage. Wenn es die DDR noch geben würde, wie sähe dein Leben nun aus? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir absolut nicht sagen. Hättest du kein Das, das. Trabi, wärst du nicht ein Spitzel oder keine Ahnung. Na, ich habe ja auch jetzt kein Auto, also warum sollte ich jetzt ein Trabi haben? Weil Aber die DDR darauf erpicht ist, jedem ein Trabi zu geben. nö, du musstest, also da musstest du dich auch schon kümmern. Also Ja, die du hast. Eltern, die kümmern sich 18 Jahre Genau. davor dafür, ja. Genau. Also du kriegst die nicht einfach so oder so. Ich habe auch Sonnenallee gesehen. Auch wenn die natürlich gut bezahlbar waren, so ist nicht. Also so ein Vermögen wie heute hast du ja damals nicht bezahlt. Ist natürlich dafür auch nur eine Pappe, die rollt. Also Komfort konntest du natürlich vergessen. Aber nee, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt und ich kann es nicht beantworten. Ich gebe, man kann es so antworten, wenn ich mehr nach meinem Vater komme, dann wäre ich wahrscheinlich am Rande der Gesellschaft gelandet. Weil ich nicht jeden Scheiß mitmache und so und mich nicht gerne, ihr wisst schon, was ich meine, also mich nicht übelst jeden Scheiß mitmache, so, Ich weiß, du damit kamst konnte heute zu man spät, anderthalb Stunden, genau, ja. und dadurch konnte man sich natürlich schnell ins Aus verfrachten, was Karriere und wenn man es überhaupt so nennen will und sowas angeht. Also wenn ich mehr nach meinem Vater komme, wäre ich ja einfach ein Loser am Rand der Gesellschaft in dem Sinne in der DDR geworden. Und wenn ich mehr nach meiner Mutter komme, wäre ich ungefähr so wie jetzt, nur halt vermutlich deutlich ärmer. Und Okay. ja, aber ein Spitzel wäre ich in beiden Fällen nicht geworden. Ne? Okay, dann wärst du also erschossen worden. Interessant. So. Die 29. Frage lautet wie folgt. Ich warte, bis das im Stream ersichtlicher wird zum Vorlesen. Hier eine Fanfrage. Herr Crash, erstmal, wie geht es Ihnen? Eine Gut, wichtige danke. Frage, bitte. Ich hoffe, Sie können mir die beantworten. Was ist der Sinn des Lebens? Vielen Dank im Voraus, Herr Crash. Der Sinn des Lebens ist das, was du draus machst.
An sich ist es eine Frage, die keine Antwort hat. Deshalb bei Fragen, die keine Antwort hat, kann man sich die Antworten gerne selber geben, weil alles andere macht keinen Sinn. Und ja, such nach deinem eigenen Sinn. Mach's Beste draus. Du hast nur ein Leben, also vergeude es nicht zu sehr, sage ich mal so. Am besten nicht den ganzen Tag am Handy sitzen oder so. So als Beispiel, so als Beispiel, aber darf jeder sich, muss sich jeder selber die Frage beantworten. Ich denke, es gibt keinen inhärenten Sinn des Lebens, also Ja, klingt gut. keinen göttlichen, keinen universalen. Klingt gut. Klingt gut, junger Mann. Sehr gut. Ich bin damit sehr befriedigt mit der Antwort. Sehr gut. Die 30. Frage. Feenstaubfrage. Eine Fee verzaubert dich in die Welt von Captain Tsubasa. Du bist Museumsbesitzer und hast die Chance, die schrecklichen Bilder von Misakis Vater zu kaufen. Was tust du? Bedenke, alle deine Aktionen haben Einfluss auf die Tsubasa-Welt. Museum stellt doch eher alte Sachen aus, ne? Ja, kommt auf das Museum an. Also es gibt im Manga die Side-Story, dass Misakis Vater seine Bilder endlich verkaufen konnte. PC ist okay, der Toner. Ich habe nur Handy gemeint. Ja, das ist eine Frage, aus der ich schwer den Sinn extrahieren kann. Ich auch nicht. Ja, gut. Misakis Vater scheint ja nicht sehr erfolgreich zu sein, wenn er wie ein Vagabund durchs Land zieht und Landschaften malt. Von daher würde ich erstmal mich selber fragen, ob das eine gute Investition ist, da Geld reinzumachen. Andererseits kann ich natürlich, indem ich die Bilder kaufe, wird Misakis Vater wohlhabender und Misaki geht es besser. Andererseits konnte der sich ja auch irgendwie leisten, nach Frankreich zu fliegen und all sowas. Andererseits fand ich Misaki auch nicht super sympathisch. Also nee, ich würde sie nicht kaufen. Du wirst also die Bilder nicht kaufen. Okay, interessant. Kommen wir einfach mal zur 31. Frage, die wie folgt lauten tut. Wir machen Freestyle-Reime. Ich sag einen Satz und du reimst darauf. Okay? Okay. Ich fange an. Crash ist klasse, Bogusch ist super. Du musst rein. Ich weiß, ich überlege. Was reimt sich denn auf super? Cooper, Tupper, Looper, Schnooper, Hula Hooper. Das ist ein erstaunlich schwerer Reim, ne? Dann sage ich, Bogusch hat Masse und Crash ist ein Pupper. Oh, super. Gut. So. Nächster Satz. Alle im Chat schreien Jawollo, Yeehaw-hi. Nee, Entschuldigung. Alle im Chat schreien Jawollo, Yeehaw-hu. Und ich schreie Yeah im Nu. Oh, gut. Nächster Satz. Crash trinkt gerne Milch mit Wodka. Scheiße. Oh Gott. Zu später Stunde Freestyle nur. Crash trinkt gerne Milch mit Wodka. Im Chat spammt unser lieber Slow Papa. Oh, gut. So, letzter Reim. Japsdi-Dudel, Spusi-Wubel, Knubbel-Dudel. Schaut euch an den Kurs vom Rubel. Jawohl. Den hast du ja aber vorbereitet. Du hast den letzten Satz schon vorgelesen Ja, im ich habe Kopf. alles gelesen, aber Wodka und super, super schwer, ja. So, die 32. Frage lautet wie folgt. Oh, wie ein Gesangs. Oh Gott, Kacke. Oh Gott. Also, wenn du den Text siehst, da sagt, dass es losgeht. Du siehst deine Parts. Okay. Okay, ja. So. You are my fire.
The one desire. Believe when I say I I want want it it that that way, way. but we two worlds apart. Can't reach to your heart. When you Say. when wie geht denn die Stelle? When you say That that I I want want it that that way, way. tell me why. Ain't nothing but a heart attack. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I I want want it it that that way. way. Ja, läuft doch besser. Perfekt, wir sind bereit für die Silvestershow. So, jetzt kommt Ist die. die Zeile wirklich richtig, Die, die die alles Lyrics? habe ich alles kopiert von der Lyrik, Weil Ecke. die habe ich nicht mehr so gehabt im Kopf, okay. Passt, aber hat ja geklappt. So, wo sind die Fragen da? Es, danke, will gleich schlafen und werde so einen Ohrwurm haben. Wie gleich schlafen, sondern nicht am Ende. 33. Frage lautet: Hacky hat im Jahr 2001 Tsubasa.de gegründet. Deine Meinung dazu? Hacky war da der Typ, den man früher mal Specky genannt hat. Nee, Jeder. im Ernst, Hacky war ein Ehrenmann. Ich hatte einen guten Draht zu ihm. Wir waren uns sympathisch. Wir hatten denselben Musikgeschmack. Er war ein guter Junge, war ein tolles Community-Mitglied. Ich habe nur Gutes über Hacky. Ein guter junger Mann, der leider es nicht begriffen hat, dass man auch Internet mit realem Leben verbinden kann, obwohl es schwierig war. Der war Lehrer, hat ein seriöses Leben führen wollen. Okay, kann ich verstehen. Und wir als komische Community hat es wohl nicht gepasst. Okay, kann ich nachvollziehen, doch. Okay. Es muss ja auch nicht jeder dasselbe Nee, gerne. alles gut, alles gut. Mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf. War ein netter junger Mann. Ja, ist er wahrscheinlich immer noch. Ist ja vielleicht immer noch, genau. 34. Frage. Du hast zu allem eine Meinung, oder? Hast du zu etwas keine Meinung? Sicherlich mehrere Dinge. Es gibt viele Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Energiegewinnung, kalte Fusion, hohe physikalische Scheiße und sowas. Captain Tsubasa. So vom, ja, Captain Tsubasa nach der Originalserie. Ja, gibt es vieles. Vielleicht noch ein aktuelleres Thema oder so. Ich habe keine Meinung dazu, ob Layla auf Anlässen gespielt wird oder nicht. Okay. Ist mir völlig egal. Ja, das reicht mir. Kommen wir doch einfach mal zur 35. Frage. Nenn mir zwei bis drei Teams, die in diesem Jahr aus der Bundesliga absteigen. Wer? Darf ich Bochum nennen oder nicht? Ich habe da am Ende geschrieben, wer? Ach nee, aber was bedeutet das mir? Okay. Ja, ist okay. Ich würde Bochum auch jetzt als Absteiger tippen. Alles gut. Würde ich auch. Wie gute Zwei. Nacht. Die geht doch noch nicht schlafen, Junge. Schickt der Toner nicht schlafen. Bist du Tywin Lannister, der den König schlafen schickt? Check. So, nach Bochum, was kommt noch? Augsburg. Was? Die haben doch Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen? Das schaffen sie aber nicht nochmal, oder? Das brauchen die auch nicht. Das reicht ja schon. Was, sind die so gut? Ja. Okay, was gibt es denn noch für schlechte Teams? Ich habe die Dortmund, Tabellen. Bayern, ich habe hier Logos eingeblendet. Ach Wäre es so, eine da. Idee? Also RB Leipzig steigt mich ab, das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Wolfsburg läuft ja auch nicht so gut. Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn die drin Also ich bleiben. würde Schalke tippen, als kleiner Tipp. Schalke, ja. Schalke Bochum klingt gut. Ja. Und Dortmund, um den Ruhrgebiet Sack zuzumachen. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber okay. Na gut, okay. Na gut. Dann lassen wir das mal so stehen und kommen zur 36. Frage. Die lautet: Slowpoper sagt A.
Das ist kein Weltmillionär mehr, ne? So was, ne? Und Bochum. Gut. So, 36. Schon lustig, dass in Ronk, also Rise of New Champions, Cornelius Heine erfunden wurde, der bei Dynamo Dresden spielt, oder? Ja, das, als ich das erfahren habe, habe ich mir erst mal im Kopf gekratzt. Ja, finde ich komisch, ja. Ja, ich glaube, die Macher hatten sich gedacht, okay, das U16-Turnier war kurz vor der Wende. Und jetzt mal so einzuführen, dass Deutschland fusioniert ist mit der DDR, was ja Thema in World Youth war. Und auf welches Team fällt dir zuerst ein, das in der DDR halt gab, die dann trotzdem bekannt heutzutage sind und in Deutschland auch eine Nummer sind? Keine große Nummer, aber eine Nummer sind. Dresden war ja einer der Mitglieder mit Hansa Rostock, glaube ich, Genau. die in der ersten Liga sofort Ja. starteten, aber halt tief abstürzten, weil es halt die Diskrepanz war zu groß. War ja logisch, dass die abstiegen und so. Und Ja, und die guten Spieler sind doch in den Westen gegangen, das muss auch, man sagen. selbst wenn sogar. Nach der Wiedervereinigung sind ja die guten Leute Ja, weggegangen. ist so. Ballack, Kirsten, wir hatten ja richtige Nee, das Nationalspieler meine ich ja. im Also wenn Osten. selbst sogar Bochum als Abstiegskandidat einen Wosch holen kann, einer der größten Jugendtalente aus dem Osten, dann sieht man Genau. schon, dass die Diskrepanz sehr, sehr Und groß ja, war. Dynamo Dresden war sehr erfolgreich in der DDR im Fußball, ja. Also wenn man einen DDR-Club nimmt, kann man Berlin, Rostock, Auf jeden Dresden Fall. nehmen. Umso schade. Das ist aber exemplarisch dafür, dass die Wiedervereinigung nicht ganz gut hingehauen hat. Die Bundesliga kann man da als Beispiel nehmen. Alle Ostclubs sind. Haben es nicht geschafft. Also, oder hatten es richtig schwer. Sagen wir mal so. Bis heute, ja. So, sagen wir, jetzt kommen wir einfach mal zur 37. Frage, die wie folgt lautet: Frag mich nicht wie, aber durch deine Handlungen als Museumsbesitzer in CT wurdest du entführt. Okay, also indem ich nicht die Bilder gekauft habe, wurde ich entführt. Genau, weil im Mangan Rising Sun wurden die Bilder gekauft. Kleiner Info, kleines, kleine, in, kleine Infos für dich. Also quasi, wenn ich die Bilder gekauft hätte, wäre ich nie entführt worden. Ja, und es käme eine andere Frage, aber leider haben wir jetzt diese Frage. Du wachst auf in einem Keller, nackt, Oh neben dir Gott. Genzo, auch nackt. Oh Gott. Eine Saw-ähnliche Stimme sagt euch, dass tödliches Gas in den Keller stößt. Die Türen öffnen sich erst, sobald einer dem anderen zur Ejakulation hilft. Genzo sagt: Tja, ich hole dir garantiert keinen runter. Wir sollten uns aber beeilen, denn Ständer habe ich ja schon, wie du siehst. An deiner Stelle würde ich sofort loslegen. Was tust du? Hallo? Hallihallo? Ja, ich höre dich. Ich habe überlegt. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir kommen nur raus, wenn einer dem anderen ihn runterholt. Nein, nur Genzo. einer muss einen runterholen, nicht euch Einer. gegenseitig. Wir müssen nicht Nein, gegenseitig. nicht Also gegenseitig. ist die Frage, ob ich einem Mann. Also im Prinzip ist die philosophische Frage folgende. Ich bin mit einem Mann, den ich nicht persönlich kenne, in einen Raum eingesperrt. Und wir werden erst freigelassen, wenn einer dem anderen ihn runtergeholt hat. Wenn irgendeiner einem anderen einen runterholt, genau. Dann würde ich es machen. Also ich kann natürlich auch Gänse verprügeln, solange bis er es mit mir macht. Aber da ich nicht denke, dass ich komme, wenn Gänse mir einen Handjob gibt, denke ich, würde ich mich in dem Fall für mich selber opfern. Ja, Und ja. klingt logisch. Ja, dann machen wir doch einfach mal die nächste Frage, die 38. Die lautet wie folgt. Freaky Friday Frage. Du wachst im Körper von Nerimon auf, einer Bosbo-Userin. Liegst nackig im Bett. Was machst du? An mir rumspielen sofort. Das allererste, was ich mache, wenn ich in einem Frauenkörper bin, mich erstmal fingern, ein bisschen, ja, die ganzen offensichtlichen Dinge, die man so erstmal den Körper ein bisschen
die Brust anfassen. Die ganzen Klassiker, die jeder Kerl machen würde, wenn er in einem Frauenkörper aufwachen würde, denke ich. Ich würde die Polizei rufen, aber okay, wenn das deine Meinung ist. Ja, was soll die Polizei machen? denkst du, die tun deine Seele aus dem Körper wieder in den Männerkörper Die haben eine reinschicken? eigene Abteilung dafür, das kommt sehr Ach häufig so, vor. Das okay. kommt sehr Ja, häufig okay. vor, neu. Ja, Stimmt, das okay. passiert öfters in Bochum, ja. Ja, andauernd. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich in so einen dicken, fetten, asozialen 36-jährigen Körper komme. Frage ich mich bis heute noch. Aber gut. So, die 39. Frage. Sing das die tollen Fußballstars-Intro? Ich mach den Beat. Du kennst du das nicht? Mila kann lachen wie die Sonne über Fujian. Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende. Und bevor du nach Haus gehst, reicht man sich einander die Hände. Ach nee, das war auch nicht richtig. Sag mal den Anfang. Jetzt habe ich es wieder selber vergessen. Sag mal nur den Anfang, den Ich ersten habe es Satz. vergessen. Warte mal kurz. Wieso stellst du eine Frage, wo du die Antwort Weil selber du nicht mit kennst? anderen Musikdateien jetzt mir alles kaputt gemacht hast. Warte mal kurz. Ah ja, klar. Keiner kann ihn bremsen. Keiner macht ihm was vor. Immer Immer der der richtige richtige Schuss. Schuss. Immer zur richtigen Zeit. Super Fußball, super Super Fußball. Fußball. Fairer Fußball, fairer Fairer Fußball. Fußball. Er ist der Torschützenkönig der Welt. Fast. Didididididididid. Lass ich gelten. So. Wehe, sagt der Toner. Wehe, weswegen? Oh, Hä? Das... Daytona ist zornig. Oh, welche Frage hat sich das bezogen? Zum Intro? Nee, ich denke, dass ich mit Genzo in einem Sauerzimmer eingesperrt war. Was? Das habe ich aber gerade nicht gelesen. Das war später. So, kommen wir zur nächsten Frage. Die tut lauten wie vor, die 40. Frage. Ne? So, das ist. In der CT-Welt, in der dich die Fee brachte, läuft's gerade nicht so richtig. Alles deutet darauf hin, dass du der LKW-Fahrer bist, der ständig Leute anfährt. Wer ist dein nächstes Opfer? Gut, da muss ich ja überlegen. Rein logisch bedeutet die Frage ja, wen in der CT-Welt will ich am ehesten fertig machen? Und das ist eine schwierige Frage, weil richtig unsympathische Charaktere gab es ja nun auch nicht, zumindest in der Originalserie für mich nicht. Stirbt das Opfer bei dem Unfall oder kommt es mit Wunden davon und kann nach ein paar Monaten wieder. Also du hast schon die Intention, ihn zu verletzen, nicht unbedingt zu töten, aber zu verletzen. Ja, dann Juga, damit er von seinem hohen Ross mal ein bisschen runterkommt und vielleicht im Krankenhaus ein bisschen Bescheidenheit, in der Reha dann, in der Reha ein bisschen Bescheidenheit lernt. Interessant, interessant. Deswegen kommen wir zur 41. Frage. Fanfrage. So, ich darf nicht lachen. So. Fanfrage. Ja, Mai Gordi, ich will geheim bleiben, jo. Aber hab eine Frage an dich, Mai. Was ist dein Lieblingsstream hier von der Community? Und warum ist es Dokkan oder und wow? Grüezi, Prost! Also Kylie ist es schon mal nicht, aber interessante Frage von diesem anonymen Fan. Was Gameplay angeht, ist es Fliege und was Shows angeht, ist es Bogusch. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Was ist daran kein Kompliment? Dass meine Games so scheiße sind? Nee, Fliege sind nur besser. Fliege ist besser? Okay. Na Das gut. heißt nicht, dass dein Scheiße ist. Das heißt, Flieges Games sind besser. Sims ist besser als, was war ISS. das? ISS zum Beispiel. Wirklich, boah, das tut weh, weil ISS hat mir Spaß gemacht eigentlich. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder irgendwas, ne?
Aber ich bin zum Beispiel der Einzige, der Shows macht und da habe ich keine Konkurrenz. Da sagst du auch, Bogisch ist gut in Shows. Ja, aber die sind halt gut. Die sind doch, wenn es noch jemanden gäbe, der Shows macht, wäre es. Doch, es gab ja mal die Kylie's Drunken Wenn das der Maßstab ist, Talks. gute Das Nacht. waren auch Shows, Ja, ja. gute Nacht, wenn das die Standards sind. Okay. Muss ich bessere Games spielen? Okay, so. Die Nö, zwei. musst du eben nicht. Das Ding ist eine subjektive Frage. Ja, habe ich verstanden. Ja, also Ich will ja dir quasi. gefallen. Ich will ja das spielen, was dir Du solltest, gefällt. genau, du solltest ja nicht die Spiele spielen, die Crash gerne guckt. Das macht ja Nee, keinen das Sinn. ist mein Ziel. Ich Genau. spiele jetzt nur die Spiele, was du guckst. Nee, das würde ich nicht machen. So, die 42. Frage. Probieren geht über studieren. Was würdest du gerne mal probieren und was studieren? Richtig schwierige Frage. Studieren im Sinne von jetzt ein paar Bücher zu lesen oder im Also, Sinne von richtig auf die Uni gehen, studieren? es muss schon vom Staat anerkannt sein. Nee, aber geht es um ein Universitätsstudium oder geht es darum, einfach sich in ein Thema einzustudieren? Es geht offiziell, also du musst schon das schon fachlich studieren, offiziell. Okay, dann nehme ich bei Studieren das, was ich ursprünglich machen wollte und dann mein NC nicht ausreichte, also Tiermedizin. Und 4,0 reicht dir nicht aus dafür? Okay. Nee, ich hatte ein 2,0er Abi. Doch Also ein Witz. so schlecht war ich in der Schule gar nicht, wie manche vielleicht denken. Obwohl ich halt kaum gepennt und nur gezockt habe. Und was würdest du gern mal probieren? Da gibt es so einige Sachen. Was würde ich gern mal probieren? Also hier ist ja eher eine Handlung gemeint, ne? Und weniger man Ort oder Ich muss sowas. dir gestehen, ich habe mir bei der Frage nichts gedacht. Ich habe es einfach nur gereimt. Okay. Bro, was würde ich gern mal probieren? Den teuersten Wodka der Welt würde ich gern mal probieren. Interessant. Ja, das reicht mir. Deswegen kommen wir zur 43. Frage. Dann werde ich endlich wissen, ob sich's mehr lohnt, 5 € im Lidl auszugeben oder 8 Millionen € für eine Flasche. Also beim Whisky, ich trinke ja gerne Whisky, ist auf jeden Fall sowas für ein Unterschied. Ein Nee, ich gutes weiß, dass es Single einen Malt. Unterschied gibt, aber muss der Preis-Leistung bedenken. Ja, okay, das stimmt. Genau so. Die 43. Frage. In einer Verfilmung des Bosbus-Bikes, welcher Schauspieler soll deine Rolle spielen? Ist das ein Zufall, das Steve Buscemi-Foto, oder willst du mir damit Wo was wird sagen? das denn gemacht? Okay. Steve Buscemi finde ich klasse, ist ein guter Schauspieler. Finde ich super. Klar, nee, sowas nicht. Das ist mir schon klar, dass er super ist. Der spielt in einigen meiner Lieblingssachen mit Boardwalk Empire, Fargo und. Kindsköpfe. Ja. Nee. Fargo macht mit? Ach, Fargo, der ist ja. auch der Filmmeister, oder? Fargo, der Film, Ja, gut. genau. Ich empfehle aber beides, Film und Serie. Ja, Aber ja, die erste Staffel empfehle ich jedem. junger, um die Frage zu beantworten, der Schauspieler wird sein Ewan McGregor Oh, den hasse ich. und nicht Ewan McGregor aus Star Wars oder Ewan McGregor wie er heute ist, sondern Ewan McGregor aus Trainspotting, also dem schottischen Indie-Film. Okay. Der sollte mich spielen, nur. Oh, wow, ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die Ewan oder Ewan McGregor mögen. Oh, Wusste gar nicht. ich liebe alle Schotten. Also alle. Ich wusste gar nicht, dass es Schotte Liam. ist, aber da macht es umso mehr Sinn, dass er halt die Star Wars-Rolle hat, weil, wie heißt denn mal der Originalcharakter, der Schauspieler von Star Wars, Obi-Wan Kenobi, der Originalschauspieler, wie hieß er nochmal? Kacke, ich habe den Namen vergessen. Ellen, irgendwas. Mac irgendwas wahrscheinlich. Genau, der war ja auch Schotte, aber ich wusste gar Genau. nicht, dass er auch Schotte ist, aber dann wurde er halt gecastet als Schotte. Okay, das macht dann Sinn. So, kommen wir zur 44. Frage. Alec McGuinness. Alec Klar. McGuinness. Alec McGuinness, genau. 44. Frage. So. Deine Lieblingszeit beziehungsweise Lieblingsmomente in der Bosbus bei Community?
Na, die beste Zeit war die Anfangszeit, das ist klar. Allerdings muss ich auch sagen, dass jetzt in letzter Zeit mit Discord, WhatsApp auch viel ging. Danke, vielen Dank. Besten Momente oder Zeiten ist jetzt schwer, schwer. Die OTs, würde ich sagen. Die OTs waren Highlights, die zwei, auf denen ich war. Und wann immer wir was zusammen gezockt haben und halt wie We Are Football und sowas. Also, oder mit Pret, Warcraft 3, Buh. oder Buh. mit Kalle habe ich auch mal Warcraft 3 gezockt. Oh Also, Jesus. die Lieblingszeiten waren die OTs und wann immer ich mit meinen besten Freunden gezockt habe. Oder Golf, die Golfrunden in letzter Zeit Was waren nicht über. Golfrunden? Ich kann mich an keine gute Golfrunde erinnern, aber okay. Kannst dich an keine Golfrunde in letzter An Zeit keine erinnern? gute, meine ich. Also, für mich waren die gut. Ich habe zwar kaum gewonnen, aber gut waren sie. Ich hätte 1000 Hole in Ones geschlagen, auf einmal kommt hier Gravity. Oh, mein Ball fliegt in der Luft, so ein Blödsinn, aber gut. Es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn man bei einem Golfspiel 1000 Hole-in-Ones Wäre schlägt. langweilig. Sagte Tiger Woods auch, ist doch langweilig hier immer alles gerade zu schießen. Macht man ein bisschen nicht schwieriger. Ich gebe dir mal einen Tipp: Tiger Woods macht nicht jedes Spiel ein Hole-in-One. Okay. Nur mal, dass du das auch verstanden hast. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Jetzt machen wir die 45. Frage. Wer sind deine Top 3 Lieblingskeeper in Captain Tsubasa? Schwierig. Ich würde sagen, ich kenne ja nicht viele. Aber ja, ich würde sagen, Wakashimazu, Miura und Gensu. Gensu auf 3. Uiuiui, Obwohl er von den drei natürlich der Beste ist. Aber es ging ja um Oh, Lieblingskeeper. obwohl er die hübscheste Nase hat. Oh. Ob der Turner noch wach ist und das mitbekommen hat. Spätestens jetzt schläft. Gucken wir die 46. Frage uns doch einfach mal an. Ne? So. Zetsubasa Centipede. Welche drei CT-Figuren würdest du Arsch an Arsch zusammennähen lassen? Wer an welche Position und warum? Oh, der Toner ignoriert das. Oh, die ist böse, die ist sauer. Tashibana links, Tashibana rechts und in die Mitte zu Wala. Okay, warum? Hast du eine Begründung? Zum einen mag ich Symmetrie bei Hier sind generell. Zwillinge, verstehe ich, alles Und klar. dadurch setzt du halt Zwillinge links, rechts. Und Tsubasa, damit er auch mal Scheiße fressen muss, statt jedes Spiel zu gewinnen. Oh, Palkia, das ist gut. Da bist du das nächste Mal auch jetzt in 50 Fragen eingeladen. Deine Antworten sind kreativ und sinnig. Sehr, Ja, sehr gut. gerne. Palkia, Palkia, du bist der nächste Gast, dafür sorge ich. So, die 47. Frage wird wie folgt sein. Der traut sich doch nicht mal Kamera anzumachen. Ach, der traut sich. Der ist schon erwachsen mittlerweile, glaube ich. Okay. Marcelli Frage: Welche Oh. drei Bosbo-User findet man in deinem Keller? Bin ich mal gespannt. Bogusch zum Saufen, Ach so. Scheck als guten Freund und Pret zum Foltern. Ah, gut. Ja, das war ja klar, deswegen machen wir mal die 48. Frage. Die wie folgt lauten tut. Tsubasa wurde als Kind von einem LKW überfahren. Wie würde der Storyverlauf seit jeher sein? Auf immer merkt Takahashi, weil ja quasi sein Star tot ist, dass er einen neuen Star braucht. Er besinnt sich auf seinen ursprünglichen Second Star Nita und macht den so overpowered, wie jetzt Tsubasa ist, und wir hätten alles, wie es jetzt ist, nur mit Nita in der Hauptrolle. Das ist erstaunlich, dass du das anscheinend weißt oder dass es nur geraten, weil in CT5, die Super Nintendo Story, hat ja auch die Story geschrieben, da war Nita auch overpowered. Ja, macht ja Sinn, ne? Interessant.
Das klingt sehr, sehr logisch irgendwie. Kommen wir zur 49. Frage. So, das heißt, noch zwei Fragen sind offen. Na endlich, fast geschafft. Du musst Pratt, der sehr gerne Vorhäute isst, eine Mahlzeit kochen. Wichtigste Zutat: Vorhäute. Was machst du ihm? Wichtigste Zutat vor heute. Dann mache ich Vorhaut McNuggets. Und wie? Ich mache die zu einem Ball, dann also quasi in Ballform. Dann tue ich Mehl, die in Mehl, ne, in Mehl quasi rollen, damit die schön mehlig sind. Dann Pfanne, Öl rein, dann die eingemehlten Dinger da rein, dann schön ein paar Mal in die Pfanne wenden. Und ja, dann servieren mit ja, ein bisschen Mayonnase, Lecker, damit besser runtergeht. oh, das wird ihm so schmecken, da freut er sich sicher. So, machen wir die allerletzte Frage. Die 50. Frage, die lautet, oh nee, das ist die 48. Die 50. ist da. Zum Abschluss singen wir beide einen Song deiner Wahl. Na los. Schwierig. Es muss ja ein Song sein, den du auch kennst. Also was möglich, vielleicht nicht mal was aus den 80ern, oder? Aber da muss man ja dann auch die. Wie viel denn? Ein Refrain, oder? Und was du willst, ein Teil von dem Song. Erasure mit Always? Geh nicht, oder? Okay, dann vielleicht was anderes. Also den Song kennst du schon, aber wenn du jetzt nicht sofort den Text kennst. Eraser? Ja. Nee. Erasure. Okay, glaube ich nicht. Nee. Always I'm gonna be with you. Nö. Make believe in you. Okay, Okay, nicht. dann Eiffel 65 mit Blue. Oh, das ist aber 90er. Ist doch meine Wahl. Ja, gut. Dann hast du einen Text. Die du da du du. Ich guck, ich Da war google. die, da war die, da war die, da war die. Eiffel 65. Blue, ne? Blue. Lyrik gebe ich mal Ja, ich hab's. ein. You listen up, here's a story about a little, keine Ahnung. Ich singe nur ein Refrain. Bist du einverstanden? Okay, dann Na los. gut. Aber soll ich Yo, mir. Also, list. gut. Joker. Okay. Okay, jetzt kannst du. Yo, listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, dabba di, dabba dai, 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 dabba di, dabba dai. I'm blue, dabba di, dabba dai, 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 dabba di, dabba dai. Gut, reicht. Ach so, das reicht gut. Super. Gut, dann beenden wir die 50 Fragen an Crash. Wenn noch Fanfragen da sind, bin ich noch für eine Stunde da. Wer Autogramme haben will, kann mich auch gerne anfragen live. Wir sehen uns gleich im Discord. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Macht's gut. Hast du noch was zu sagen? Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Gut, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye bye. Gute Nacht, guten Rutsch ins neue Jahr und tschüss.